Und am 24. April fand in Neustadt an der Donau das traditionelle internationale Speedway-Paarfahren statt. Fahrer aus 6 Nationen waren am Start. Hier Josh Larson und Lee Lenham aus den USA. Philipp Sitera und Thomas Suchanek aus Tschechien. Der dreifache Langbahnweltmeister Robert Barth mit Martin Smolinski bildeten das Team Deutschland 2. Und auch Max Dilger und Michael Hertrich waren dabei, das Team Deutschland 1. Im Fahrerlager geht es kurz vor dem Rennen immer noch hektisch zu. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, wie hier zum Beispiel Kupplung einstellen. Mit dabei auch, an der Kappe gut erkennbar, ein neuer Sponsor von Martin, OMV, eine Mineralölfirma. Martin Smolinski konnte seinen ersten Lauf gleich vor dem Tschechen Thomas Suchanek gewinnen. Robert Barth belegt die Platz 3. Philipp Sitera, der zweite Mann aus dem Tschechenteam, ging in diesem Lauf leer aus. Vier zu 2 gewonnen. Nachdem der Martin im 6. Lauf wegen eines technischen Defekts ausfiel, konnte er aber den 9. Lauf vor Robert Barth gewinnen. Da zeigten sie exzellentes Paarfahren. Unsere beiden besten deutschen Speedwayfahrer. Robert Barth innen und Martin Smolinski außen. Und die Fans waren begeistert. Vor seinem Teamkollegen, aber Deutschland 2 an der Spitze. Keine Chance für das gegnerische Team. Und Applaus von den Zuschauern. Auf einer KTM drehte der Martin dann auch noch eine Runde. Und die Zuschauer rechneten in den Bahndiensthausen die Punkte zusammen. Mit der Hoffnung, dass eines der deutschen Paare gewinnen wird. Und im 21. Lauf, da trafen sie aufeinander. Die deutschen Teams 1 und 2. Aber Robert Barth übernahm gleich die Führung vor seinem Teamkollegen Martin Smolinski. Und die beiden zeigten, wie schon so oft, Paarfahren vom Feinsten. Da hatte das andere deutsche Team keine Chance. Das war immerhin Max Dilger und Michael Hertrich. Dilger belegte Platz 3 und Hertrich Platz 4. Doch vorne fuhren Robert Barth und Martin Smolinski.
Das war die Zielflagge mit einem Wheelie durchs Ziel. So muss es sein. Und das freut auch die Zuschauer. Und sie vertragen sich gut, die beiden Cracks auf der Bahn. Martin mit einem extra Wheelie für seine Fans. Zum Sieg fehlt ihm nur ein einziger Punkt. Aber Robert Barth und Martin Smolinski freuten sich trotzdem riesig über den zweiten Platz, wie man hier sieht. Hans, ist gut, oder? Ja, super. Passt schon. Erster wurde mit 28 Punkten das Team Andrew Appleton und Martin Kröger, die für das Team AMS Automotorradservice auf Hirnkirchen an den Start gingen. Zweiter mit 27 Punkten wurde Robert Barth und Martin Smolinski vom Team Recycling Oblinger aus Ingolstadt. Nach der Siegerehrung wieder das gewohnte Bild. Der Smolly wurde von seinen Fans fast erdrückt.